sein. Aber der Löwenwirt in einem gewissen Ort war vorher schon darin. Frieden ernährt, aber Unfrieden verzehrt. Unter dieses Motto stellte Ortsbürgermeister Hartmut Doppler den Neujahrsempfang 2012, indem er die Geschichte von dem listigen Gast und den beiden miteinander verfeindeten Gastwirten des evangelischen Theologen und Pädagogen Johann Peter Hebel erzählte, die mit diesen bekannten Worten endete. Hartmut Doppler aber nahm diese als Anfang der Begrüßung zum neuen Jahr. Er freute sich über die Teilnahme der Beigeordneten der Gemeinde Essingen, Jürgen Mittag und Bernd Schweigert, und begrüßte auch die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Frau Nowak-Josten sowie alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse, die Vorsitzenden der örtlichen Vereine und Gruppen, die Vertreter der öffentlichen Einrichtungen und der Kirchengemeinden, alle Neubürgerinnen und Neubürger, denen Essingen zur neuen Heimat geworden ist. Auch die Vertreter der Presse wurden erwähnt und natürlich die Jagdhornbläsergruppe des Kreisjagdverbandes, die die musikalische Umrahmung des Empfangs übernahm. Für diesen Empfang hatte der Ortsbürgermeister sich keinen Rückblick vorgenommen, sondern seinen Blick ausdrücklich in die Zukunft gerichtet. 2011 sei bereits in seiner Weihnachtsansprache und in der Veröffentlichung des Amtsblattes ausführlich geschildert worden. Für 2012 gelte es, kleinere Brötchen zu backen. Auch die vielen freiwilligen ehrenamtlich tätigen Kräfte in unserem Dorf, ohne die kein Staat zu machen sei, fanden ihre ausdrückliche dankende Erwähnung. Einer der Hauptpunkte seiner Rede stellte aber das marode Rathaus der Verbandsgemeinde Offenbach dar, das entweder saniert oder neu gebaut werden müsste. Doppler brachte jedoch einen anderen, nicht mehr ganz neuen Vorschlag in die Diskussion ein, der aber bisher nicht ausreichend beachtet und gewürdigt worden sei. Doppler gab zu, dass ihm in den Gremien der Mut fehle, über den Tellerrand hinauszuschauen. Mit gerade mal 12.500 Einwohnern liege die Verbandsgemeinde zwar über der magischen Zahl 12.000, die die Grundlage für eine Eigenständigkeit sei, dennoch sollte die Diskussion um die Zusammenlegung mit einer benachbarten Verbandsgemeinde vorurteilsfrei geführt werden können. Hier wünschte sich Doppler auch eine stärkere Mitsprache der Bürgerschaft. Lassen Sie uns gemeinsam all das, was für ein Dorf notwendig ist, anpacken. Ich bitte Sie alle, die Sie heute hier sind, auch in Zukunft um Ihre Mitwirkung. 2011 ist Geschichte, 2012 hat begonnen. Ich wünsche Ihnen allen persönliches Glück, Erfolg und Gesundheit. Und nehmen Sie alle einige Kilo Frieden zu, denn Frieden ernährt, Unfrieden verzehrt. Prosit Neujahr. Jemand auszuzeichnen, der mit Leib und Seele
Isingalin geworden ist. Es ist Cornelia Fischer. Natürlich, Conny, wie sie leidet und lebt, als ich ihr diese Ehrung angetragen habe, hat sie mir gesagt, doch, ich nicht. Was habe ich schon gemacht? Und ja, Verletzungsverteile. Ich habe nur am Wasser gebaut.